Hallo, herzlich willkommen zurück. Wir haben Ultimate Team Let's Play. Heute ein Pink Slips gegen den Dr. Jones. Guten Tag, liebe Freunde. Würde ich sagen, wackeln wir gar nicht lang rum, gehen wir direkt ins Spiel rein, oder? Ja, können wir mal machen hier. Hier gerade die Trikots frisch gezogen, möchte ich direkt mal austesten. Ich liebe Mit das. welchem Team spielst du Oh, denn? ich habe ein neues Team. Eieiei. Oh, Pace pur, ey. Ach du Scheiße. Da freue ich mich natürlich schon wieder drauf. Weiß das nicht, dass der boah, sagt der Pace pur, guck mal sein Team an. Ist nicht viel weniger Pace drin. Nee, das stimmt, das stimmt. Aber ich komme mit Emi Nico Musa nicht so gut klar. Mal gucken, ob sie jetzt noch was reißen können. Ah, ich muss ehrlich zugeben, ich habe in dem 4-2-3-1 die zweite Version, das ist momentan das beste Spielsystem für mich. Warum lädt das denn so Ich habe keine lange? Ahnung. Ah, Ah, jetzt jetzt. geht's los. Ich dachte schon, er lädt sich tot. Boah, Wembley, Hallo aus geil. dem warte mal, ich Wembley schalte die Stadium, Kommentatoren an. sagen Manny Beugmann und Frank Rupp. Okay, soll ich mal Wir Pause machen mal kurz machen? Pause. Richtig Damit ihr unprofessionell die hier, nicht die ne? ganze Zeit hört hier. Muss ja nicht sein. Immerhin läuft jetzt unten schon die Aufstellung durch. Das ist schon mal was, damit wir gleich das Radar haben. Das war schon mal schön. Sollten wir jetzt immer machen. Immer direkt ins Pausemenü und dann unten die Aufstellung durchlaufen lassen. Weil das ist so eine Sache, die mich extrem nervt. Hat ich auch in meinem Let's Play angesprochen. Das ist einfach mega kacke, finde. Ja, also gerade im Karrieremodus fuckt es schon ziemlich ab, ne? Wenn du gerade die ersten paar Minuten dann hast und das Ja, Radar nicht nicht nur im da ist. Karrieremodus. Boah, ich dachte, den holst du dir, ey. Hatte ich gerade ein bisschen Angst. Darf ich mitspielen? Ah, okay, darf ich. Ha, jetzt darfst du mal. Oh Gott. Komm, gut gemacht. Wo steht Bühnen denn eigentlich rum? Wer? William, das war rechtes William? Mittelfeld, weißt du, steht auf ZOM. Komm, Tosic, zieh, Junge. Och Gott! Das war vor dem Zweikampf, weil ich dachte, der kommt nicht ran. Dann habe ich direkt gedacht, komm, drückst den direkt weg. Aber ist er doch dran gekommen, dann sieht's so scheiße aus, ey. Scheiße. Ah, gut gemacht. So, den finde ich auch relativ OP, ey. Auch wenn die Werte nicht so mega sind von dem, aber ich finde, in-game ist der echt stark. Ich dachte, jetzt gewinnt Musa das Kopfballduell gegen Gerard, ey, das wäre es ja gewesen. Gerard ist jetzt nicht das Kopfballbiest. Naja, aber Musa, ne? Mit seinen 1,60 oder was er ist. Was? Boah. Das ist Naldo, Junge. Er hat jetzt einen Inform, ne? Ja. Den habe ich auch schon überlegt, mir da reinzuholen ins Team. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ich weiß nicht, ob ich das Team überhaupt nochmal spielen werde, groß. Das ist jetzt die letzte Chance fürs Team. Oh. Ah, oh, Musa, Ich ey. habe auch richtige OP-Innenverteidigung mit Koscielny und Rojo. Ja, die sind wirklich stark. Und Raphael und Luke Shaw sind jetzt auch nicht so schwach auf den Außen. Oh, ey, William gefällt mir jetzt schon nicht, ne? 30k für den Der Arsch. fliegt gleich schon wieder aus dem Team. Ich sehe es schon kommen. Ey. Nichts. Lol. Wo ist er? Hätte ich gedacht, Warum dass läuft? er das Was wegfällt. macht der? Der William wieder. Kommt der Splaschikowski für rein? Oh Gott. Vor dem habe ich in der Tat mehr Angst vor William, obwohl William hat ja immer noch so geile Finesse. Ja. Aber halt Oh nur leider auf der nein, falschen ey. Seite, ne? Da hast du mir so extrem viele in FIFA 14 mit reingedrückt, mit dem William. Mit der alten Sau. Oh fuck. Oh shit. Ey, das ist so unlogisch, ne? Stark von Fernandes. Der hat 76 Pace, glaube ich, oder sowas. Oder knapp an die 80. Ah, ist kein Abseits. Scheiße. Das ist auch unlogisch. Das war auch unlogisch. William gewinnt Kopfballduell gegen Naldo. Jo. Warum nicht, ne? Kann man ja mal machen. Oh Gott, was ist das denn, Erkin? Ah, also Oscar, der spielt schon geil, oder? Ja, der ist nicht schlecht. Aber der hat zumindest vorhin schon ein, zwei gute Ansätze gezeigt. Oh mein Gott, was ein Pass, ey. Die Musa. Der ist körperlich so schwach, das ist das einzige Blöde bei dem. Sonst wäre der Ich habe so von mega einigen geil. gehört, dass der Michelet richtig OP sein soll. Mignolet? Ja.
Dass er sogar noch besser sein soll als Howard. Deswegen habe ich den jetzt mal gekauft, um auszuprobieren. Ah, ich dachte, da können wir es mal zeigen, aber nein. Also ich fand den in der Demo auch richtig stark. Ja, Idee. Aber ich fand die Demo hat echt noch starke Abweichung zu dem Spielstand wie hier. Ja, das sowieso. Oh. Ah, Mann, Gustavo. Der ist auch so geil wieder. Gustavo ist für mich einer meiner absoluten Lieblingsspieler momentan. Ja, ich hab den immer in einem Bundesliga-Team. Ich bin so unglaublich stark. Boah, schön. Boah. Siehst du, dass der immer noch so viel fährt? Das war ja ein Schuss. Aber vor SGR musste ich auch in Acht nehmen, ne? Ja, genau. Ich weiß ja, was Tosic kann und was er nicht kann. Siehst du? Ah, Mann. Der kann nur laufen, sonst nichts. Der kann auch schießen. Ich habe halt mit dem das Wembley-Tor gemacht. Ach so, das war der? Ja. Krass. Hast du das hochgeladen auf deinem Kanal? Das nee, ist ne? Ja bei dem zweiten Ultimate-Team der letzte Ah, stimmt, da war das, richtig. Ah, Leute, wenn ihr die Folge noch nicht gesehen habt, natürlich angucken. Das ist ein Spiel ohne Chancen, ne? Ja, irgendwie schon. Jetzt aber. Da muss jetzt der Evinike the Beast, Junge. Oh, naja, Mignolet, ne? Kann man auch mal festhalten, so ein Ding. Ja, ich bin froh, dass er nicht reingegangen ist. Alter, wie dich... nee. Luke Shaw ist richtig wie der Luke Biest. Shaw da weg. Der ist ein richtiges weg, Biest. Oha. Lass mich vorbei, lass mich vorbei. Nein! Nein! Der ist sofort abgezogen, ne? Scheiße, scheiße, scheiße. Nein, da ist er. Oh, nee! Boah. Da ist er, der Waiter. Hey. Was? Ecke, ja. Der hat Bock, der Junge. Ich möchte auch mal eine Ecke schießen. Oh nein, ich sehe es schon kommen. Alter Cesar, du Wichser. Entschuldigung. Aber mich stört sowas in meinen Let's Plays, ich weiß es doch. Bei mir wird doch öfters das böse N-Wort fallen. Oh! Aber du hast ja auch so viele davon, weißt du, das ist echt schlimm. Also ich muss sagen, Man United hat ist ja echt eine starke Abwehr, ne? Die haben generell wieder extrem über oder zu hoch geratetes Team, finde ich. Du siehst, die waren letztes Jahr Siebter oder Achter, weiß ich gar nicht. Und auch diese Saison läuft es ja nicht so berauschend. Und dann haben die Spieler da alle 87, 88 oder was, die Top-Spieler. Naja, naja, naja. Ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt aber auch gut, dass man nach einer Saison nicht direkt die Spieler zu krass abwertet. Wobei ich sagen muss, bei einem Fellaini verstehe ich die Abwertung überhaupt nicht. Keine Ahnung, da bin ich nicht so drin in der Premier League, muss ich ganz ehrlich sagen. Um das zu beurteilen, ich weiß nicht, wie gut der da gespielt hat. Der war schon stabil, also es war jetzt nicht so, dass man den abwerten musste. Vor allem vom Pace her wurde der extrem kastriert, ne? Nein! Boah. Du Lacker, Junge. Ja, genau, gib ihm den Ball halt wieder. Wehe, Emenike, yes! Da ist das Ding. Da ist er, der Bulle. Ey, wieder so typisch, ne? Das ist wieder typisches Jonas-Tor, ey. Aus dem Nichts, aus dem Lack. Weißt du, das Geilste? Ich hab Preps auf 30 FPS eingestellt, aber nimmt die Ingame-Szenen trotzdem mit 60 auf. Ja, das kenne ich. Und ich habe aber gar keine Frame-Einbrüche, nix, ne? Ja, das ist doch klasse, wenn das so stabil läuft. Oh! Boah! Für mich, ne? Ja, ja. Der ist auch OP wie Sau, ey. Den habe ich ja auch in meinem BPL-Team. Aber der hat letztes Jahr eine gute Saison gehabt, ne? Also OP kann man nicht unbedingt sagen. Ja. Ja, aber der ist schon OP, ey. Wenn ihr das Pace von dem anguckt. Aber der ist wirklich so schnell, ne? Ja, ja, kann ja sein, aber ich finde den Ingame trotzdem OP okay für einen 80er Rating. Boah, ja. Im Hier dazu kommt. Gerade haben sie bei mir alle Bock, oder? Jetzt aber, komm. Oh, Gerard ist der Einzige, der noch am Start ist. Warum hast du Gerard da stehen? Am ZDM, mit TOT. Ja. Okay. Aber warum? Ich mag warum Gerard. Ist einer meiner Lieblingsspieler. Ja? Ja. Feier den irgendwie nicht so. Zumindest in Ultimate nicht. Weil er nicht so schnell ist. Weil er natürlich auch kranke Schüsse hat. Ich habe mir sogar erst überlegt, ob ich Lampard ins ZDM stellen soll. Das wäre richtig abgegangen. Von Man City, ne? Ja.
Auch so eine Sache, die ich nicht verstehe, warum der gewechselt ist. Was war das eigentlich gerade? Chelsea hat den Ball, ach, den Ball sag ich schon, den Vertrag nicht verlängert. Weil der ist ja mit. Der hat doch jetzt in New York, oder wo wird das gegründet? Der neue Verein New da, York, ne? Da ist hat er New doch York, jetzt ist New York. unterschrieben, New York. Oha! Und das ist genauso wie mit David Villa, ne? Der macht jetzt irgendwie noch ein Jahr was anderes und Nee, dann nur ein nächstes halbes Jahr. Jahr, weil Halbes? ja, die Liga, die startet ja bei denen im März. So, und der Club wird jetzt gegründet für die neue Liga im März. Und daraufhin haben sich die Spieler ausfallen lassen. Aber wenn Lampard gesagt hat, der will nicht in Australien spielen, das ist unter seiner Möglichkeit, ne? Was er auch irgendwo verstehen kann. Ich meine, es ist Lampard. Auch in seinen Jahren spielt er immer noch super Pässe und alles. Hat der gesagt, wir leisten mich am Manchester City aus. Ja, ist auch eine gute Sache. Das hat doch hier Donovan und so haben doch damals auch immer diese Kurzleihen gehabt. Ja, nach München. Ja, und so, ne? Genau. Die waren ja wie, auch Leverkusen zum Beispiel. München. Na, Arsenal, genau. Das ist halt die Zeit von März, ist glaube ich die Saison bei denen schon zu Ende und dann lass dich nochmal ausleihen. Geht im oder Dezember. Im Januar. Dezember ist im Dezember oder Oktober ist die Saison zu Ende. Das ist ähnlich wie in Russland. Und okay. Im März startet die Saison dann wieder. Ah, okay, und dann bis März sind die mal weg. Ne? Richtig. So war's. Nicht ab März, sondern bis März. Ah, kompliziert. Ja, genau. Nein, nein, ey, ich hab nichts Rot, gedrückt. Junge, Rot! Nicht. Gelb für das Biest. Emanuel. Nein. Wäsch das Ding. Oh Gott. Nein. Och nee. Ich steh vor Emenike gewesen, jetzt rot. Oh, das wäre so bitter gewesen, ey. Da wäre ich richtig ausgetickt. Nee, ne? Ich hab noch ganz oben gedrückt. Wird nur begleitet hier, Emenike. LOL. Ah, Mann. Funktioniert. Nein! Ah, da ist Lampard, ey. Ne, Gerard. Musa, der tritt auch nur nach. Ach, Lampard. Wie komme ich jetzt auf Lampard? Weil wir die ganze Zeit über Lampard geredet haben, Mann. Gibt's doch nicht. Boah, das war schöner Seitenwechsel. Nein! Nein! Ja! Boah, ich dachte schon, der geht nicht rein. Ich hab auch gedacht, der geht nicht rein, im Ernst. Oh Gott. Das war toll gespielt, ey. Das war richtig stark gemacht. Und dann noch guter Abschluss vom Loik. Ja, also ich muss sagen, es ist mein erstes Spiel mit dem Team, ne? Ja. Ja, so gar nicht so ja, schlecht genau, aus. Genau. Nein. Hä, was war das? Also als wäre das so eine Wand was gewesen, der denn? Ne? Wo der nicht durchkommt. Ja, aber das hat schon doch einmal beim Pokémon-Spiel, ist ja relativ lustig. Geht da mal einer hin, Jungs? Oh, Musa! Der Ahmed Musa, Alter. Nein. Ja! Nee! Mijolet hat Bock, weißt du? Mijolet hat wieder Bock. Lol. Ich hätte es gefeiert, wenn er jetzt wirklich mit dem gemacht hätte. Ist der jetzt drin, glaube ich. Boah. Was ein Strich, Alter. Das ist echt lang, ob wenn er richtig abgeht. Der ist zum Beispiel ein Spieler, der wurde richtig abgewertet, ne? Ja, das aber finde ich auch zu Recht. Aber bei dem kann ich es verstehen. Genauso wie bei Nani, ey. Der hat ja auch nichts mehr gerissen. Nein, scheiße. Nein, wenn ihr die Hurensohn! Der William, Alter. Das leere Tor trifft der Junge nicht. Jetzt war ganz ehrlich, was war, weil wenn es 0-0 ausgeht. Ja, das hab ich, frag ich auch gerade. Aber erstmal konzentrieren, ey. Nee, aber dann lass mal irgendwie ein neues Spiel machen. 30 Minuten da spielen und dann einfach, keine Ahnung, Golden Goal oder was. Chef, es geht auch in den Schienen aus, wollen wir dann Elfmeter schießen? Naja, dein Golden Goal. Elfer schießen geht ja nicht. Oh ja. Oh, Emenike, ey. Ey. Ich dachte, den habe ich. Nee, da draußen, es war klar.
Ah, dieser, ey, wenn die manchmal über ihre eigenen Beine fallen, ne? 5 Minuten Nachspielzeit. Lauf einer mit, läuft einer mit? Nö, hat keiner Bock. Nö. Nein! Da ist es. Nee! Boah! Boah! Abgefälschtes Ding, oder? Nee, der war nicht abgefälscht. Alter Vater. Boah. Oskar ist richtig stark. Wie er sich noch gesenkt hat, der Ball, unglaublich. Hab ich gerade noch eine gelbe geholt? Ja, mit Jute. Ich glaub, ja. Da wär ich dran gekommen. Jetzt hast du gesehen, da wär ich dran gekommen. Ja, eventuell. So, ja, jetzt noch einmal ein neues Spiel. Ja. Dann lädst du mich wieder ein. Dann machen wir einmal 30 Minuten. Und wenn da nichts passiert, dann würde ich sagen Verlängerung, oder? Ja, aber mit den gleichen Ach, Teams. Ach, Verlängerung, ne? Dann Golden Goal. Ja, klar, gleiche Teams. Keine Fitnesskarten. Nö. Gut. Komm, jetzt drück mal hier weiter. Ich drück schon die ganze Zeit, ey. Ich mach ich auch, ich drück ohne Ende. Ich hasse das, dass man diesen Abspann nicht mehr wegdrücken kann. Aber das ist ja ein bisschen scheiße. Das haben sie ja gemacht, hier dieses Fernsehgefühl in das Spiel mit reinzukriegen, weißt du? Ja, klar. So, ich warte dann auf die Einladung. Geh schon raus. Ah, jetzt sehe ich sie, warte. Da haben wir sie, Spiel beitreten. Okay. Ja, so, also jetzt noch einmal 30. Oh nein, Verträge ausgelaufen. Fuck. Pannen und alles Mögliche in der Aufnahme. Beleidigungen. Ja, selbstverständlich. Normal. So, Naldo und Emenike brauchen Verträge, die Schweine. Also, ich glaube, ich muss wirklich öfters bei Ultimate Team bringen, weil da rage ich wirklich rum. Im Karrieremodus kann ich einfach nicht ragen. Also, einige haben jetzt schon, der Dumbo hat mir zum Beispiel unter Video geschrieben, ich soll mal anfangen zu ragen beim Karrieremodus. Das kann ich nicht. Weil da spiele ich konzentriert, weißt du? Ja. Kann ich aber nachvollziehen. Es ist genau das gleiche wie, ich wollte heute eine Arkane-Fanwar-Folge aufnehmen, ne? Lass mal gleich Trikots wieder nehmen. Okay, ich wollte eine Arkane-Fanwar-Folge aufnehmen. Und was ist? Ja. Weißt du, was ist? Anderthalb Stunden habe ich einen Bronze-Gegner gesucht, keinen gefunden im Pokal. Ja, das ist sowieso so eine Scheiße. Bronze-Pokal spielt halt keiner, ne? Ja, aber... Auf dem PC auch noch relativ begrenzt. Ja, aber es ist halt die einzige Möglichkeit. Oder ich muss halt über den Liga-Modus machen und da halt Arkane-Fanwar's Road to, zum Nationalteam machen, weißt du? Weil er ja. ist ja Engländer und dass ich halt da mit Bronze-Spielern spiele. Aber es ist halt scheiße. Das wäre auch eine Möglichkeit. Kein Engländer gibt es so viele in dieser Liga, nicht bei denen. So, jetzt bis genau 30 Minuten. Oder halt eventuell noch ein, zwei Minuten länger, müssen wir mal sehen. Je nachdem, wie viel... LOL! Alter, da macht die Sau den Anschlussbug. Vor allem das Geile ist, er geht wieder. Das ist so unglaublich, dass sie es nicht rausgepatcht haben. Warum leckt's denn gerade? Oder nur bei mir? Bei mir nicht. Ja, ich grad Frames anwische. Ich dachte gerade, der macht einen McGee-Spin. Nee, da bin ich nicht in der Lage zu solchen Tricks. Der hat aber erst noch gefragt, Alter, was hat der für Skills? Guck mal, der Tor, guck mal bei mir auf! Musa! Yes! Da sind wir, 5. Minute. Nein, nee. Das kann einfach nicht wahr sein. Weißt du, Kopfball wieder, das? Ne? Keine Ahnung. Naldo, glaube ich. Nee, Juan Jesus, glaube ich, ne? Alter, wie er reingeflogen ist. So! Kommt. Nee, Musa! So! Musa, so! Finde ich sowieso witzig. Ich habe einen, der Musa mit Nachnamen heißt, ja, einer heißt Musa mit Vornamen. Emenike! Oh, Musa! Yes! Er sagt nichts mehr, das ist ein schlechtes Zeichen. Was sollst du denn dazu noch sagen? Guck dir die Scheiße an, was macht mich schon den? Der Hurensohn stürzt sich ab! oh wei, ey. So, jetzt hast du noch immerhin 22 Minuten Zeit. Nein. Alter, warum folgt dem keiner? Naldo. Schiedsrichter? Nix war das. Ah.
Fuck. Oh, Glück gehabt. Komm, Musa, zieh mal, Junge. Ey, so viel ja, ich Pace, finde, ne? Musa ist vom Körperbau eher ein Außenspieler. Jetzt. Oh, ich dachte, da wäre die Entscheidung. Erste Halbzeit der Verlängerung ist es gleich um. Das ist mir aber auch auffällt, bei meinem Team läuft kaum einer mit nach vorne, ne? Ja, das liegt halt in der Aufstellung, ne? Oh nein. Ja! Und rot. Der Naldo, der fliegt. Elfmeter, oder? Nee, Freistoß. Sicher? Ja. War noch knapp vorher. Naldo geht. Wie er guckt. Wie so ein betröppelt wie ein Neandertaler, finde ich, der hat, ne? Oh, boah, guck mal. Gerard hat bei... Ja, alles klar. Mignolet hat wieder Bock. Machst du ihn jetzt mit dem, ne? Alter, der ist drin. Boah. Schon nach hinten, Mignolet. Ach, der ist ja nicht im Tor, habe ich gar nicht dran gedacht. Scheiße. LOL, er wollte doch zum Ball hingehen. Er hat jetzt richtig Bock. Nein! Das Gesicht wird der Torwart noch. Wird der Torwart noch umgrätschen? Nee, hab ich nicht gesehen. Scheiße, ey, ich bin jetzt noch hinten offen wie sonst was. Nein, warum kommt da jetzt kein Pass mehr an vorne? Scheiße. Ey, jeder Ball ist einfach, lost. Es geht einfach nichts gerade bei mir zusammen, weißt du? Ja, jetzt hast du mich. Mann! Das Schlimme ist, ich wusste, es ist eh vorbei. 4 Minuten, ja, 2 Tore. Es ist eh vorbei. Ja, wir machen jetzt noch, komm, 2 Minuten Nachspielzeit auf jeden Fall. Ah, das ist gelaufen. Wegen 2 Toren. Boah, ich dachte, der kommt jetzt nochmal ran. Ah, schade. Oh Gott. Oh shit. 4 gegen 2. Dazu sage ich jetzt mal nichts. Kuschelny, ja, achso, okay. Kuschelny stirbt auch mit. Jute will sich auch wieder seine obligatorische Gelbe einhandeln. Oh nein. Lol, wo spielt der den Ball hin? Ja, also, ich bedanke mich fürs Teilnehmen. Die Unakai kriegst du natürlich gleich noch nach der Aufnahme. Ja klar, kein Thema, ey. Du hast dich ja fast schon dann genötigt, hier gegen dich zu spielen, ey. Ja, also, ich habe schon gedroht, dass ich vorbeikomme und ihn umbringe dafür. Diese Stats. Alter, das darfst du echt keinem erzählen. Ja, und da würde ich sagen, haut rein und wir sehen uns zum nächsten Video. Jo, macht's gut, Leute. Okay, ciao. Hallo Leute, hier ist aber Need to Rage. Um kurz nach dem Video zu machen. Ich werde jetzt euch ein paar Szenen noch zeigen, wo ich extrem ausgerastet bin während dem Spielen, also nachdem die 30 Minuten abgelaufen sind. Die Ausdrücke der Fallen sind keinesfalls rassistisch oder irgendwie beleidigend gemeint. Es ist einfach nur in dem Moment Hass in dem Spiel und keineswegs hier irgendjemand beleidigend gemeint oder generell irgendwie rassistisch bedacht oder so. Ich bitte euch da Rücksicht drauf zu nehmen und dann wünsche ich euch viel Spaß damit. Twitter wirklich. Oh Gott, Kolschelny, komm! Wohin läufst du? Du scheiß Hurensohn! Ne, ich stand's komplett hoch, damit jeder sieht, wie scheiße der ist! Mal was gezeigt. Ja klar, komm, genau! Pack doch direkt eine rote aus für den Neger! Oh, ey. Komm, der darf jetzt auch mal. Oh, scheiße. Aber das ist immer noch nicht. Ne, drin. Ne! Ne! Nee! Oh, was zum Teufel war das? Ja! Nein! Das war gar nichts. Zweite Rote, komm, zweite Rote. Komm, 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 komm. Nee, gut, man ist ja gelb. Da war ja auch gar nichts. Nein!
Jetzt wirst du gedemütigt, mein Freund. Und das kommt auch danach drauf. Ich schwöre, mein Freund. Wie er mit seinem Keeper einfach. Noch wirst du 75 Minuten und es ist noch ein Tor. Nein! Nein! Das kann doch nicht sein! Ganz großes Kino. Komm, wir haben Tor hin! Ey, nee, ne? Das war deine Abmord.